frei, ne? Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Ist Besser. Heute wieder mit unserem Ernährungsdoc, Dr. Matthias Riedel. Wir kochen gemeinsam Tomaten und ihre Freunde. Also alles, was zur Tomate passt. Da passt viel. Ist ja, ich glaube, ein Kernstück auch der mediterranen Küche, ne? Ja, super. Und ja, ich muss auch sagen, heute bleibt auch einmal die Küche kalt, tatsächlich. Weil Tomate kalt natürlich auch mega lecker ist. Und was wir heute alles so kochen, das sehen Sie jetzt. Was ganz schnell machen, eine kalte Tomatensuppe. So ein bisschen wie in Andalusien, eine Gazpacho. Aber wir haben noch ein bisschen andere Sachen mit dabei. Und das geht ratzfatz, versprochen. Genau. Also, die kannst du ruhig ein bisschen entstrunken und dann so ein bisschen grob schneiden. Ich schnapp mir mal die kleine Paprika hier. Das ist auch tatsächlich so eigentlich meine Lieblingspaprika. Denn das hier, so diese Spitzpaprika, die finde ich unheimlich aromatisch. Und auch jetzt zum Beispiel, um sie im Ofen zu schieben, zu grillen. Das ist wirklich ein Wunderwerk und die schmeckt extrem lecker. So ein bisschen süßlich, hat eine kleine Schärfe. Ganz toll. Man muss sie aber gut waschen, weil Paprika gehören leider mit zu den am stärksten mit Pestizid belasteten Gemüsearten. Also richtig gut waschen. Und da würde sich vielleicht auch mal der Kauf von einem Bio-Paprika-Stückchen. Ja, das finde ich auch. Finde ich auch. Tatsächlich. Also das, was auf den Plantagen dann teilweise abläuft, auf diesen industriellen, ist schon nicht so. Und man kriegt es durchs Waschen auch nicht richtig weg. So die Hälfte kriegt man weg, aber nicht alles. Leider. Fallen immer wieder auf bei den Tests. Ja, okay. Aber die Bio sind tatsächlich so ein bisschen besser. Die sind dann besser, ja. Die sind dann rückstandsfrei. Bei diesem Gericht ist einfach auch das Schöne jetzt. Ich nehme jetzt einfach alles hier, was ich hier habe, schnibbel das und das kommt nur auf den Haufen. Wirklich so den Ingwer einfach so abrubbeln wieder hier. Gar nicht wirklich schälen, sondern wirklich nur so ein bisschen wegrubbeln. Weil die ganzen Inhaltsstoffe, die Matthias ja auch so toll findet, die sind direkt unter der Schale. So. Also ich habe so ein paar Sachen immer im Kühlschrank. Und dazu gehören tatsächlich Spitzpaprika und Tomaten. Das ist so Standard. Das habe ich immer im Einkaufswagen. Ist ja auch perfektes Snackfood, ne? Also ist ja wirklich so, das nimmst du raus und du kannst das super einfach zubereiten. Ich habe sogar die Spitzpaprika, ich habe die auch immer im Auto, im Stau. Ich auf dem Nachhauseweg esse ich meistens eine Paprika noch so roh, weil ich das auch roh sehr schön finde. So. Gurke habe ich jetzt geschält. Einmal halbieren, ein bisschen was zur Seite legen und den Rest hier einfach wirklich so ein bisschen runterrubbeln. Und auch ganz easy, der eine oder andere kann vielleicht auch sagen, so dass man das Kerngehäuse rausnimmt. Ich finde das jetzt bei dem Rezept nicht so wirklich schlimm. Ich lasse alles drin und auch Knoblauch. Ja. Alles rein. Ja, je mehr davon, das ist ja alles gesund. Ne? Die Gurke ist ja auch für die Haut gesund. Also manche tun sich die ja so als Augenmaske auf die Augen. Aber gegessen wirkt sie tatsächlich besser. Soll das Hautbild verbessern und auch gegen Akne wirken. Sehr gut. Das ist auch schon gut. Reicht das? Ja. Wir nehmen uns jetzt hier diesen Kübel. Und dann gibst du eigentlich alles nur rein. Und das Schöne daran ist, also du brauchst natürlich ein bisschen Flüssigkeit, die geben wir jetzt auch gleich dazu. Aber letztendlich ist das ja alles Gemüse, was wirklich viel Wasser enthält. Und sobald du es mixt, verlierst du natürlich ganz viel von der Struktur. So, gehen wir mal zu. Und deswegen jetzt so Tomatensaft mit rein. Wer mag, kann auch ein bisschen Brühe geben, das können wir nachher nochmal checken. Oder ein bisschen Wasser. Dann ruhig einen guten Schwung, gutes Olivenöl. Das macht es auch so ein bisschen cremiger nachher. Ich gebe immer einen Hauch Essig dazu. Hier wieder mein Lieblings-Apfelessig. Ein bisschen Honig dran. Und Paprikapulver so ein bisschen. Können wir auch mal so ein bisschen dazu mischen. Jetzt gebe ich noch einen Hauch Salz dazu. Du hast ja jetzt alles da drin, was die mediterrane Küche ausmacht. Finde nur noch Oliven quasi, ne? Und eine Sardelle. Sonst wäre alles drin, ne? Ja, könnte man theoretisch auch machen. Wir lassen das jetzt aber mal so ein bisschen so ohne das Ganze. Gehört nicht rein. Auch ruhig Kräuter rein. Das ist natürlich so, die Kräuter werden nachher ein bisschen grau.
Das ist aber per se nicht ganz so schlimm, so, weil auch die Säure jetzt drin ist. Es ist trotzdem lecker. Wer das nicht mag, kann die auch weglassen und dann ist es genauso schön. Es ist eigentlich jetzt schon fertig. Ich habe Salz dran, ich habe die Gewürze dran, ich habe einen guten Schwung Olivenöl. Ich habe hier auch vom Staudensellerie dann so ein bisschen das Grün mit dran. Und man kann das jetzt einfach so stehen lassen und ruhig ein bisschen ziehen. Mhm. Ja, dann wird das Gemüse, das Salz, was drin ist, nimmt es auf, macht es ein bisschen geschmeidiger. Mhm. Gibt auch Menschen, die das tatsächlich auch einen Tag vorher machen und dann erst am nächsten Tag mixen, damit sich das alles so ein bisschen, bisschen weicher wird. Dann, aber im Kühlschrank, ne? Dann im Kühlschrank und dann wird es ein bisschen, dann hast du auch dieses Thema, dass es cremiger wird. Ja. Ne? Ja. Ja. So, also klassisch wird auch gerne immer mal ein bisschen Weißbrot mit reingegeben bei einer andalusischen Suppe oder so für die Bindung. Das machen wir aber nicht, wir lassen die so. Wir haben viel Gemüse drin, wir haben viel leckere Zutaten. Und dann kann man jetzt schon nebenbei unsere anderen Sachen machen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Spiralschneider. Gibt auch andere Möglichkeiten, die man so per Hand macht, so, wo man es oben reindrückt und so ein bisschen dreht. Und das Schöne dabei, wenn man jetzt mal so reinguckt, man dreht das und dann kommen da so kleine Nudeln. So Gurkennudeln raus. So, bei der Gurke ist das ein bisschen wasserhaltiger, deswegen sieht man das nicht ganz so genau. Aber das sind wie kleine Spaghetti. Und da machen wir jetzt einen schönen Schwung. Das ist eine schöne Einlage. Wer das nicht hat, kann genauso gut kleine Würfel schneiden oder mit einem Sparschäler das runterschneiden. Das geht auch. Dann hat man so ein bisschen breitere Nudeln. Und das ist so jetzt für uns so ein bisschen optisch. Ne? Wir sind ja hier auch sozusagen visuell unterwegs. Deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen hübscher zu arbeiten. Du machst sozusagen eine Nudel-Gazpacho. Ja, Nudelsuppe. Ja. Kalte Nudelsuppe gibt's heute. Die Spanier sind ja so stolz auf ihre Gazpacho, dass die Forscher sich daran gesetzt haben und geguckt haben, was bringt das gesundheitlich. Man hat schon immer angenommen, dass es gegen Krebs wirksam ist. Und dann haben die das tatsächlich diese Suppe Krebszellen ausgesetzt und festgestellt, dass die Krebszellen Gazpacho nicht mögen, dass sie davon schneller absterben. Nicht die Einzelsubstanzen, die hat man auch getestet, die Einzelsubstanzen bewirken das nicht. Aber die ganzen Gemüse zusammen als Gazpacho, die sind sozusagen krebshemmend. Die Summe. Die Summe der Dinge. Summe, genau, genau. Und das, was wir jetzt hier machen, ist natürlich auch perfekt für das Thema Vorbereitung. Das heißt, ich will nächsten Tag ins Büro fahren oder ich möchte, habe jetzt irgendwie einen Ausflug vor oder irgendwas oder zum Grillfest, ich soll was mitbringen. So eine Suppe, so ein bisschen auf Eis gelegt, die ist schnell gemacht, die kannst du schnell mitnehmen. Das ist super, also das ist wirklich Vorbereitung. Richtig, da brauchst du noch nicht mal eine Mikrowelle am nächsten Tag. Nee, braucht man wirklich nicht. Ja. Und was natürlich auch so ist, es ist natürlich nicht immer das Ideal, aber man kann sowas auch tatsächlich mal einfrieren. Ja. Man kann die vorbereiten, einfrieren und dann kannst du die nachher einfach, wenn du sie aufgetaut hast oder langsam auftaust, bevor sie richtig aufgetaut ist, ne? Dann sind noch ein bisschen Kristalle drin, dann gibst du sie nochmal in so einen Mixer rein, dann ist sie richtig schön eisig, cremig und dann ist natürlich im Sommer, für einen heißen Sommertag perfekt. Ideal, ne? Das ist jetzt so, das ist ja jetzt, soll auch schnelle Küche sein, deswegen hier ein bisschen Ingwer dazu, Gurke und Ingwer, das ist ja ein perfektes Match für mich, also es passt super, Gurke, Ingwer, Chili, das alles zusammen und dann hast du schon mal so einen richtig leckeren Grundgeschmack. Ein paar Nüsse, ich habe hier Cashews in dem Fall, das sind ja eher so Kerne. Die kann man so ein bisschen klein rubbeln, damit man nachher oben auch so ein bisschen diesen Crunch hat. Die bringen natürlich auch noch zusätzlich tolle Inhaltsstoffe, tollen Geschmack. Aber es ist einfach so, man kann da auch variieren. Wenn man jetzt Mandeln mag, dann kann man auch Mandeln dazu nehmen. So. Ja. Es muss nicht immer Cashew sein. Ja. Ich habe sie jetzt da, ich verwende es tatsächlich oft. Cashew sind natürlich gar keine schlechte Wahl, weil Cashew sehr viel den Eiweißbestandteil Tryptophan enthalten. Und dieses Tryptophan wird bei uns in unser Glückshormon Serotonin eingebaut. Und tatsächlich sind Cashewnüsse auch ein Element der sogenannten Glücksküche. In der Summe, wenn man viele von diesen Glückselementen dabei hat, ist man tatsächlich auch wirklich besser gelaunt. Und sie liefern Eiweiß eben auch nochmal insgesamt. Das macht uns ja satter. Das macht die Suppe dann ja auch ein bisschen sättigender noch. Und Eiweiß macht uns ja gelassener auch. Also noch glücklicher. Noch glücklicher. Ja. Dann können wir das Thema ja umändern heute. Wir sagen nicht Tomaten und ihre Freunde, sondern wir sagen einfach Tomaten-Glücksküche heute. So. Schauen wir mal hier. Machen wir mal den Kollegen an. Einmal draufdrücken. Und dann sind wir fertig und können schon mal den ersten Teller fertig machen.
waren wir in Andalusien, kalte Tomatensuppe oder Gazpacho letztendlich. Jetzt springen wir ganz einfach mal ins Mittelmeer und gehen mal auf die andere Seite. Jetzt geht's um Pizza. Was sagst du da als Ernährungsmediziner zu? Ja, die UNESCO hat gesagt, mediterranes Essen ist Weltkulturerbe. Da gehört natürlich die Pizza klar dazu. Ne? Ja. Aber, glaub, so, aber die Dosis macht ja letztendlich immer das Gift. Also, ne? So ist das. Und wir haben ja Möglichkeiten, die noch ein bisschen gesünder zu gestalten. Ja, ne? Aber dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt als erstes Hefeteig. Da musst du gar keine Angst davor haben. Ich gebe da erstmal mein lauwarmes Wasser rein. Und dann Hefe. Hefe aber auch wirklich nicht zu viel, sondern wirklich gut dosieren. Das ist einer der größten Fehler, die man machen kann, wenn man zu viel reingibt. Ne? Jetzt löse ich die Hefe vorsichtig auf. Und dann gibt es ja auch immer die Idee, da Zucker ranzumachen oder sowas, damit die Hefe besser hochkommt. Das braucht man gar nicht. Muss da jetzt schon das Salz zu? Oder? Ich mache das Salz erst dazu, wenn ich das Mehl dazu gebe. Ja. Weil ja die Hefe sonst auch mal, also die Hefe braucht für diesen Prozess, für das Backen brauchst Salz. Du das Salz. Mhm. Aber wenn du es gleich am Anfang mit reingehst, kann es auch sein, dass es zu aggressiv ja. ist und dass es dann auch die Hefe so ein bisschen beeinflusst. Und dann machen wir das, ich mache es immer so, dass ich erstmal so eine Handvoll Mehl nehme und das oben so raufstreue. Jetzt kann man auch schon ein bisschen Öl dazugeben. So. Und dann kann man das jetzt so ein bisschen gehen lassen. Im Idealfall lässt man sich jetzt ein bisschen Zeit. Ne? Und das, wie lange lässt du das dann stehen? So? Also man kann das jetzt so 10, 15 Minütchen gehen lassen. Ja. Wir machen jetzt die schnelle Variante. Geben jetzt erstmal Mehl dazu. Ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig. Mehl verhält sich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen erstmal nicht das gesamte Mehl dazu. Jetzt gebe ich mein Salz dazu. Ich finde das auch gut. Die Variante, das als Dinkelmehl zu machen, ist einfach super toll. Weil Dinkel ist für viele Menschen viel bekömmlicher. Und enthält 15% pflanzliches Eiweiß. Und pflanzliches Eiweiß ist für uns immer ein bisschen gesünder als tierisches. So, jetzt kürzen wir das Ganze mal ab und haben den Teig natürlich heute Morgen zu früher Stunde tatsächlich schon mal gemacht. Und jetzt haben wir hier so einen richtig schönen, fluffigen, ganz luftigen Teig. Und wenn ich den jetzt verarbeite, dann haben wir folgendes Problem. Der fällt natürlich wieder ein bisschen zusammen. Ich versuche das so ein bisschen vorsichtig zu machen, schneid mir den auch eher so einen Ticken weg. Und dann nehme ich ein bisschen Mehl und mache dann sozusagen so eine kleine Kugel, die ich so von innen nach außen stülpe. So, so ganz, so Pizza ist so, die italienische Küche ist eine sehr gefühlvolle Küche. Und dann rolle ich den aus und gucke, dass ich zwar Mehl drunter habe beim Ausrollen, aber auch nicht wirklich zu viel. Ein bisschen hin und her, so ein bisschen wälzen. So, und dann kennt man das ja. In Italien, da fliegt dann, da denkt man immer so, das sind UFOs oder so, wenn die Pizzen durch die Luft fliegen. Und man, viele sagen immer, das ist so ein bisschen Show und so. Aber das kann man auch mal so ein bisschen probieren, die mal so ein bisschen hochschmeißen. So, und man kann das auch, anstatt es hochzuwerfen, einfach so ein bisschen über die Hand laufen lassen. So. Weder so ein bisschen über die Hand laufen lassen, noch hochwerfen gelingt mir. Ich bin froh, wenn ich den auf dem Blech so, einigermaßen glatt hinkriege. Also wir können das ja ganz einfach machen. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Mehl, ja. knete den Teig nochmal zusammen und dann probierst du aus, dann gucke ich mir das an. Ich mach's wie du. Hier ist ein bisschen Mehl. Ja. Das ist immer auch mal ganz wichtig, wenn du Mehl auch an den Händen hast, so ganz bisschen. Ja. So, ne? Wie die Turner. Ja. Mit dem Teig. Mit dem Teig. Ne? Ja. Dann bleibst du halt nicht an der Reckstange hängen. Ne? Ja, genau. So. Ich versuch's mal. Dann kann ich mich nämlich jetzt mal um die restlichen Zutaten kümmern. Und zwar machen wir ein Sugo. Das soll aber auch wirklich einfach sein. Es kommt ein bisschen frische Tomate oben drauf. Ich habe hier so einen einfachen, passierten Tomate aus der Flasche tatsächlich genommen. Das ist super. Gebt da schon mal so ein bisschen Salz ran. Die italienische Küche lebt ja von den puren Aromen. Und die werden wir heute auch tatsächlich mal in den Vordergrund stellen. Ein ganz klein bisschen Honig. Wir können jetzt ein bisschen Paprikapulver noch dazugeben. Und dann auch ein bisschen Knoblauch. Schnapp ich mir mal hier so ein kleines Ende von dem jungen Knoblauch. Schnibbel das einfach mal ab, weil das braucht nicht unbedingt immer die Zehe sein. Das kann jetzt auch mal dieses Endstück sein, was man sowieso vielleicht für nichts gebrauchen kann. Deswegen klein rubbeln. Den geben wir auch mit dazu. Vielleicht noch so eine kleine Chiliflocke. Ich mag es gerne scharf. Matthias mittlerweile auch. Hat sich an mein Kochen gewöhnt. Ne? Ja, Schärfe, ne? Wenn sie dann... wir wissen ja, dass die Chilischärfe total gesund ist. Nicht? Antientzündlich und macht uns
wenn die Schärfe abgeklungen ist, dann sogar auch ein bisschen glücklicher. Ne? Siehst du? Ja. Deswegen. Ja. Seitdem du mit mir kochst, bist du viel glücklicher, oder? Sag's, sag's bitte. Ja, ich sag's jetzt. Ja, so. So, jetzt gucken wir mal hier. Und jetzt mixe ich das einfach. Das Tolle ja von diesen passierten Speisen ist ja, wir sollen ja gut kauen. Das machen die meisten ja gar nicht. Ne? Die kauen 2-3 Mal, schlucken runter und dann kommen solche Brocken im Magen an. Und dann erwartet man, dass der Magen das zerkleinert und in die einzelnen Bestandteile zerlegt. So kann es ja gar nicht aufgenommen werden. Das ist sozusagen mega gut gekaut. Dadurch kann der Magen und der Darm das alles viel besser verdauen. Es kommt viel besser an. Also, die faulen Kauer, alles schön vorpürieren. Jetzt habe ich den auf so ein Holzbrett gelegt. Wenn das mal festklebt, eine hauchdünne Mehlschicht drunter. So. Und das muss sich so bewegen können, weil dann können wir jetzt hier die Tomate draufgeben. Wir machen es wirklich ganz, ganz simpel. Nicht zu viel. So. Lassen das schön gehen. Auch den Rand ein bisschen freilassen, damit er wirklich auch an der Seite knusprig werden kann. Ich mache da jetzt nicht irgendwie verschiedene Käsesorten drauf, also nicht Quattro Formaggi oder sonst was, sondern wirklich nur ein bisschen von dem Ziegenkäse. Ich wehre mich auch immer dagegen, eine Pizza als Fastfood zu bezeichnen. Es wird ja so schnell im Zusammenhang gebracht mit Imbissessen oder so. Das ist es gar nicht. Eine richtig gut gemachte Pizza mit dem Gemüse drauf ist im Prinzip, jetzt wenn man mal guckt, bis auf, sag ich mal, den Weizenmehlteig, ist sie eigentlich gesund. Ja. Eigentlich, und so wie wir das jetzt auch machen, ist es eine gesunde Pizza. So, ich mache ein ganz klein bisschen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Schafkäse auch noch. Den machen wir auch noch drüber, auch nicht zu viel. Mehr mache ich jetzt gar nicht rauf. Das sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen wenig aus. Aber wir machen das so. Ich lasse es jetzt wirklich so, weil die Kräuter, die will ich nachher frisch haben. Ich will die Frische spüren. Hab jetzt im Ofen tatsächlich jetzt mal so einen kleinen Pizzastein. Kriegt man mittlerweile überall, kann man nehmen. Was wichtig ist, der muss ein bisschen vorgeheizt sein. Wie so ein Steinofen, dass da wirklich die Temperatur drin ist, dann wird der Boden auch schön knusprig. Da reicht nicht das heiße Backblech. Es geht im Zweifelsfall. Ich mache es manchmal so, dass ich das Backblech umdrehe, es ein bisschen meliere. Ja. Dann geht das auch besser tatsächlich. Okay. Und jetzt gebe ich den Pizzaboden direkt da so drauf. Und dann geht es auch wirklich bei richtig schön Schmackes. Ne? Also nicht irgendwie 200 Grad, sondern wirklich Anschlagofen. Wie viel hast du denn? Ich habe jetzt tatsächlich schlapp 275 Grad eingestellt. Ja. Da braucht die jetzt so 5 bis 7 Minuten im Ofen. Das geht auch relativ schnell. Dann ist es Fastfood, ne? Dann ist es Fastfood, aber handwerklich hergestelltes Fastfood, ne? So, die Pizza ist ja jetzt gleich fertig. Wenn du magst, kannst du natürlich das so ein bisschen so einmehlen und deine auch noch mal rauf machen. Dann können wir die gehen lassen und dann machen wir uns nachher noch eine. Und jetzt mache ich nämlich den Belag ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier so einen wilden Brokkoli genommen. Wenn du den mit reingibst in den Ofen, dann hast du ein bisschen das Problem, dass der schnell verbrennt. Brokkoli, die kleinen Röschen werden dunkel, werden ein bisschen bitter und kaputt. Ja. Deswegen versuche ich mir das so ein bisschen zu sparen und lass den jetzt hier in der Pfanne schon mal so ein bisschen ziehen. Ja, Brokkoli ist natürlich super. Ne? Letztlich kommt es ja eigentlich auch aus dem mediterranen Bereich und hat unsere Küche wirklich richtig bereichert, weil der Brokkoli eben durch seine sekundären Pflanzenstoffe tatsächlich eine deutliche krebshemmende Wirkung ausübt. Das ist einer der krebshemmendsten Gemüsearten, die wir kennen. Das ist tatsächlich eine richtige Bereicherung. Und so, jetzt gare ich das langsam. Und da haben wir die kleine Pizza. Die müssen wir jetzt frisch essen, weil sie ist schön warm, ne? Ja, jetzt kommen nämlich genau die Stoffe dazu. Ist Basilikum jetzt dann zu viel? Nein, das ist perfekt. Ja. Das ist perfekt, aber auch tatsächlich... Auch ein Tomatenfreund? Das ist ein Tomatenfreund. Finde ich auch. Und den können wir auch tatsächlich raufmachen. Tarek, auch dieser aufgewölbte Rand, man sieht richtig, die ist bretthart unten und total dünn, wie in Italien. Ich musste mit meinen beiden Söhnen regelmäßig im Urlaub immer Pizza essen. Ich habe dann ein paar Jahre Pause gemacht, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Aber ich bin auch ein Pizza-Fan, also ein bekennender Pizza-Fan. Ja, siehst du. Und die sieht richtig gut aus. Dann können wir tatsächlich gleich loslegen. Oh,
Jetzt haben wir schon zwei Gerichte, die sich jetzt absolute Freunde der Tomate dargestellt haben. Einmal die kalte Tomatensuppe, dann jetzt irgendwie eine Pizza. Und ich finde, die war wirklich lecker. Und jetzt geht's weiter. Jetzt nehmen wir uns ein Hühnchen vor und schauen mal, ob das auch passt, oder? Ja, Huhn mag ich auch sehr gern. Der Konsum von Schweinefleisch, der hat deutlich abgenommen in den letzten Jahren. Und Huhn liegt total im Trend. Es ist einfach die Frage der Menge. Finde ich auch. Ich liebe Fleisch. Ich wirklich, also auch wenn das manchmal so vorkommt, als wenn ich jetzt selber schon fast Vegetarier wäre. Nee, dem ist nicht so. Ich finde es wirklich lecker, aber ich habe wirklich in den letzten Jahren angefangen zu reduzieren und nicht mehr ganz so viel. Richtig. Und es ist auch viel leichter. Ne? Und hier bei der Keule ist jetzt halt, die ist halt auch ein bisschen fetter. Ich versuche da ein bisschen was abzuschneiden. Bis 150 Gramm Fleisch pro Woche ist völlig gesundheitlich unbedenklich. Im Gegenteil, das Fleisch liefert ja Eisen, Zink, Selen und eben mehrere B-Vitamine, die wir auch dringend brauchen, die in tierischen Produkten enthalten sind. Also wir brauchen irgendwas vom Tier, um komplett versorgt zu sein. Und bedenklich wird es dann nachher so ab 600 Gramm pro Woche, insbesondere rotes Fleisch. Und okay. Deshalb muss man da die Menge eigentlich richtig finden. So viel Eisen brauchen wir nicht, dass wir so viel Fleisch essen würden. Das heißt, wenn man jetzt Fleisch isst, auch gerne mal was dazu essen, was sozusagen auch ein bisschen ausgleichen wirkt, oder? Richtig. Und das hier, da eignet sich ganz hervorragend, also so Gemüse, Wurzelgemüse wie die Möhre. Wir wissen, dass wir den negativen Effekt auf Cholesterinwerte oder Krebs mit Gemüse, insbesondere mit Karotten, gut ausgleichen können. Also Fleisch plus Gemüse. Sehr gut. Ja, das ist die Lösung. Dann finde ich, solltest du die Dinge auch schälen. Mache ich. Und dann kannst du auch gleich noch, wenn du die nimmst, hier von den Petersilienwurzeln und eine Pastinake nehmen. Ja. Und ich lasse das Fleisch, ich habe die Keulen jetzt ein bisschen halbiert, leg die zur Seite. Und dann können wir noch ein bisschen die kleinen Gemüsebegleiter so ein bisschen vorbereiten. Ich will natürlich auch Tomate dazu machen, ein bisschen Leben reinbringen. Schnapp mir hier mal eine Paprika schon mal, ja, damit die auch noch mit reinkommt. Bei der Paprika ist es insbesondere so, dass Paprika tatsächlich es leichter werden lässt, abzunehmen. Das ist sozusagen ein ideales Gemüse gegen das metabolische Syndrom. Dazu gehört ja Diabetes, erhöhte Blutfette, erhöhte Harnsäurewerte und hoher Blutdruck. Und in all diesen Bereichen punktet die Paprika ganz besonders gut. Also es ist ein, wenn man es einfach ausdrücken will, ein Schlankmacher, ein Blutdrucksenker, ein Blutfettsenker und passt natürlich toll zum Fleisch, weil jedes Fleisch erhöht tendenziell schon die Cholesterinwerte. Das ist so. Aber was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Kochen ist, gutes Essen und Spaß und Genuss ist auch was für die Seele, ne? Ja, das ist auch sogar ein Element. Das ist ja auch festgestellt worden, dass die mediterrane Kost, die ist ja auch dadurch geprägt, dass man zusammen in Ruhe sich Zeit lässt zu essen. Vorsuppe, ja. Kleinigkeit, Hauptgericht. Ab und an mal wirklich sich Zeit dafür nehmen und gemeinsam essen und Spaß haben. Bewusst und achtsam. Ja. Ne? Genau. Wir werden jetzt bewusst und achtsam, fange ich nämlich jetzt an, und erhitze hier schon mal das Ganze. Gebe ein bisschen Öl rein. Wir machen praktisch schon ein Pfannengericht, was jetzt wirklich ganz simpel sein soll. Jetzt gebe ich als erstes mal das Fleisch rein auf der Fettseite. Gar nicht so viel Fett rein, denn das Fett vom Geflügel, das brät sich auch aus. Und das kannst du nachher auch nutzen. Ich gebe dann lieber noch zum Schluss, wenn ich mit dem Kochen fertig bin, auf das Gericht oben ein bisschen frisches Olivenöl rüber. Okay, nachher. Was brauchst du noch von mir? Ich würde noch so eine gelbe Möhre nehmen. Guck mal, zeige ich dir mal. Du hast natürlich von mir gelernt, alles immer fein zu schneiden. Und in dem Fall jetzt auch einfach nur so ein bisschen klein rubbeln. Also nicht zu klein, sondern wirklich die Stücke einen Ticken größer lassen. Ja. Es ist halt einfach so, das Gemüse würde zu weich werden, wenn du es klein lässt. Das ist hier noch gerade okay. Das können wir auch so lassen. Riecht schon ganz gut, ne? So. Ich stehe ja natürlich auf Knoblauch. Und ich lasse den wirklich so, also wirklich im Ganzen, mit dazugeben. Auch die Zwiebeln nicht zu klein schneiden. Wirklich so grobe Nummer. Das habe ich ja schon immer empfohlen, ne, Tarek? Immer die Zwiebeln lieber grob schneiden. Das geht schneller, ne? Du hast ja. Das hast du jetzt von mir gelernt, ja? Ich habe es von dir gelernt. Du hast es mir praktisch vorgemacht. Ja. So. Jetzt gucken wir ein bisschen. Zack. Drehen das mal um. Und das ist praktisch letztendlich ja auch nichts anderes wie eine Hühnerbrühe, die wir jetzt im Ofen garen, aber dann mit einem etwas anderen Ansatz, nämlich mit der Tomate. Dafür nehme ich jetzt hier die Tomate, einen Ticken Öl dazugeben,
Dann gebe ich ein bisschen Salz schon mal dran. Hier, das ist so ein Gericht, was prädestiniert dafür ist. So ein bisschen orientalische Gewürze, ein bisschen Harissa oder Bharat. Wer das nicht hat, der kann auch ein bisschen Ras el Hanout nehmen. Da bin ich ja wirklich nicht so dogmatisch. Ein Hauch Honig. So. Und was ich ganz toll finde, einfach mal ein bisschen Chili. Ich mag es ja scharf. Und wir wollen ja gute Laune kriegen, ne? Auch mit rein. Dann nehme ich ein bisschen Rosmarin, den ich schon mal ein bisschen Platz machen hier. Schon mal so ein bisschen Kleinrubbel. So. Direkt mit rein. Und dann mit dem Mixer das Ganze durchmixen. Jetzt haben wir das Gemüse drin. Was haben wir noch? Ich gebe gleich ein paar von diesen Kapern mit dazu. Das finde ich nämlich auch ganz schön. Auch so Zitrone. Bei dir habe ich auch gelernt, man kann ruhig ein bisschen was von den Weißen mit reinmachen. Dann hat man ein bisschen mehr von den Bitterstoffen da drin. Und Pektin, ne? Pektin und so. Und die kann man jetzt entweder klein schneiden, wirklich richtig schön fein. Ja. Oder man, ich gebe sie jetzt mal so mit rein. Und das macht dann einen besseren Zitrusgeschmack, als wenn du jetzt Zitronensaft dazu tun würdest. Das ist manchmal so dominant, finde ich. Also man sieht ja, Saft das, richtig es dazu. Es gibt, finde ich, Geschmäcker, da passt Zitrone nicht so gut. Ja. Tomate und Zitrone finde ich immer so ein bisschen so, die Zitronensäure, da mache ich mal ein bisschen spitz für. Ja. Da nehme ich lieber einen Essig oder ein Vino oder was auch immer. Lösch damit ein bisschen ab. Jetzt nehme ich den Sugo drauf. Richtig schön. Kräuter und dann den Rest, den geben wir erst später zu. Du könntest jetzt auch noch Oliven dazu machen, kannst getrocknete Tomaten dazu machen. Aber so, mit einem Hauch Olivenöl noch oben drauf. Geht's jetzt bei mir in den Ofen. Sag mal so, das Ganze braucht ja jetzt so 45 Minuten bestimmt. Mhm. 45 Minuten bei wie viel Grad denn? Ich sag mal so, je nach Ofen so zwischen 160 und 180 Grad. Das soll eigentlich mehr passen. Ja. Schneller geht's, wenn du es jetzt am Herd einmal aufkochst und dann wirklich so einmal richtig blubbern lässt. Dann rein, maximal 45 Minuten. Und dann kommt zum Schluss noch richtig schön frische Kräuter drauf und richtig diese ganzen Gewürze, vielleicht ein bisschen frischer Pfeffer. Mhm. Und dann ist es fertig. Mhm. Ja, hört sich gut an. Es duftet, es sieht super lecker aus. Ich würde mal sagen, ich mache dir mal ein bisschen was hier von dem fertig. Und ich finde auch, sogar Leute, die keinen Kohl oder Brokkoli mögen, die können das da ruhig mal drauf probieren, weil man merkt ihn kaum. Es ist so eine tolle Komposition. Ja, und weißt du, was da der ganz große Trick ist? Nicht so lange garen. Ja. Wenn du ihn nicht so lange garst, dann entwickelt er diesen kohligen Geschmack gar nicht so doll. Und dann ist er wirklich ganz spannend, ganz leicht, ganz schön, ganz lecker. Sonst ist er matschig und einfach nur kohlig. Ja. Ich freue mich schon drauf. Und dann würde ich sagen, uns hat es wieder tierisch viel Spaß gemacht. Wir haben uns gefreut. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, Matthias hat auch ein bisschen was mit nach Hause genommen. Und die Zuschauer natürlich auch. Also, wir futtern jetzt. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Ja.